Inmitten der Sorge um die Gesundheit von König Charles, der kürzlich seine erste Behandlungsrunde gegen eine nicht näher spezifizierte Krebserkrankung erhielt, zeigte sich Königin Camilla als Fels in der Brandung. Trotz der herausfordernden Zeit kam die Königin nach Salisbury, um ein Charity-Konzert in der Kathedrale zu besuchen. Auf den Gesundheitszustand ihres Mannes angesprochen, sagte Camilla: "Es geht ihm den Umständen entsprechend extrem gut. Wir sind sehr berührt von den vielen Briefen und Nachrichten. Das ist sehr aufmunternd. Ein erstes Statement, das Royal-Fans beruhigen dürfte." Bisher gab es keine weiteren Updates des Palastes. Die Königin hatte eine 5-stündige Autofahrt von Sandringham nach Wiltshire hinter sich gebracht, nachdem der Hubschrauberlandeplatz aufgrund von Überschwemmungen nicht anzufliegen war. Trotz der Widrigkeiten gelang es ihr, ein Lächeln zu zeigen, als sie von den Veranstaltern und Vertretern der Wohltätigkeitsorganisationen begrüßt wurde. Königin Camilla blieb für die gesamte Veranstaltung und übernachtete anschließend in Ray Mill, ihrem privaten Zuhause in der Nähe, bevor sie am Freitag nach Sandringham zurückkehrt, um wieder bei ihrem Mann zu sein.